Bottom Leg Length plus 41%. Oh nee! Hat er zwei Schwänze? Er hat zwei Schwänze! Also immer schön eure Lasagne essen, dann werdet ihr groß und stark. Wisst ihr Bescheid? guck dir oh diese Beine an! Nee, das sieht so merkwürdig. Und seine Ohren gucken irgendwie nach vorne wie so. Boah, nee. Spell Items. Alter, warum ist da schon wieder so viel Dreck drin? Ich habe gerade alles kaputt gemacht. Hallo, komm da raus. Oh nee, guck dir das Ding an. Mal Giddy. Oh nee. Ich frag mich, ob die ohne Beine. So schlangenmäßig oder so. Das wäre auch funny. Kann ich gar nicht mehr fortbewegen, einfach nur so. Es ist so Pup. Direkt weiter. Pup. Weißt du, die kommen hier raus, gehen direkt wieder da rein. Hm. Ja, ich glaube, ich stelle mal den Dispenser um. Gesundheit. Wenn ich den eigentlich größer mache. Wenn ich. Kommt da dann auch größeres Essen raus? Nein. Nee. Das ist ja so richtig erbärmlich. Das ist einfach so ein großes Ding oder so. Plupp. Hier müssen wir mal irgendwas hinstellen, um die Jungs noch hier hinzulocken. Zum Beispiel den Rock Speaker. Ich will auch wissen, was das halt bringt. Music. Passend. Passend zum Science Biome. Und natürlich den Fernseher. Ah, Metallic Sheen. Das macht der Apfel. Glossy Sheen. Was ist denn der Unterschied zwischen Metallic Sheen und Glossy Sheen? Keine Ahnung. Ja, das ist, für mich ist Metallic auch glossy. In dem Game weiß ich das nicht. Also in Real Life weiß ich das, aber in dem Game habe ich keine Ahnung, wie die das deuten. See-through. Spaghetti. Oh nee, ich kann da nicht hingucken. Ich guck weg. Geht's dir gut, Spaghetti? Wie geht's dir denn so? Bring mich um. End my suffering. Aloof. Not very interested in other dogs. Cultivates a mysterious personality. Hat er von sein Stinktierchen Mutti oder so. Hier, eat it. Eat your kid. Ah, dieser Hund sieht einfach krank aus. Weiß nicht, was du meinst. He's perfectly healthy. Ich weiß gar nicht, was ihr immer alle habt mit Essen. Fress doch hier die Chicken Nuggets oder sonst was. Es ist überall Essen. In jedem fucking Dent. Außer hier unten. Aber da ist ja eh niemand von euch. Expel Items. Alter! Huiuiui. Hier ist immer so viel Dreck drin, also das denn bauen sie halt echt gerne aus. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, warum die halt nicht essen. Die haben wirklich in jedem fucking Den haben sie mehr als genug Essen. Ganz ja. Unterschiedliche Sorten, können sie sich alle aussuchen, was sie essen wollen. Weißt du was hier? Nehmt das und nehmt das und nehmt das. Alter. Alles einfach hier raus und das auch einfach, zack, guck, hier ist, könnt ihr jetzt essen bis und geht nicht mehr. Hier können wir auch noch direkt ein paar Sachen raushauen. Burritos, paar Burger, Pommes und Chicken Nuggets. Dann werden die ja, also sie können es sich ja selber aussuchen, was sie wollen. Ist mir ja scheißegal, ich mutate sie ja einfach nur. Da unten muss wieder einer gemutated werden. Und irgendwo ist noch hier einer, Hedge, Crumpet. Wie geht's dir denn, Crumpet? Dir geht's wunderbar. Praise you for that. Ja, Bouncing würde ich das jetzt nicht nennen, aber wenn du meinst. Hier ist schon wieder Dreck. Da ist eine Puddle. Ich weiß nicht, wo die ganzen Puddles herkommen. Ja. Gott, du willst da rein, dann geh. Von was wohl? Weiß ich nicht, wovon denn? Ja, du hältst hier doch die ganze Zeit. Ja, aber nicht hier, das ist immer woanders. Das habe ich ja schon alles weggemacht. Du hast vorhin alle gehatcht, Digga. Ja, aber die habe ich ja schon alle weggemacht. Nee, das siehst du noch doch nicht. Bin hier gerade schon mit der Maus einmal drüber gegangen. Guck, hier ist schon wieder eine Paddel. Hier habe ich die doch gerade weggemacht. Nee. Alter. Schmeiß es halt bis sonst wohin. Ich brauche aber unbedingt mal mehr Eier. Ist da eins zwischen? Nee, das sind. Das ist halt ein bisschen problematisch. Wenn die auf dem Kopf liegen, dann weiß man nicht, ob das ein Hunderei ist oder. Naja. Das ist korrekt. Expel Items. Da ist ein Ei. Nice. Collect. Und Hedge Spaghetti.
Da guck, ich habe jetzt einen Dog gehatcht und ist direkt weggemacht. Alter. Guck mal, die werden noch länger. Oh nee. Von Bottom Leg Length plus 41%. Oh nee. Oh nee. Wie kann das Ding denn noch laufen? Antwort ist gar nicht, weil es war von Anfang an hier und es ist immer noch hier. Ja gut, dann... Ist einfach dein Kokon. Guck, wenn hier jetzt irgendwo noch eine Paddel ist, ne? Da! Hier ist eine Paddel! Hier hat keiner gehatcht! Der hängt doch hier oben! Wo kommt diese Paddel her? Was ist mit dir so passiert? Alter, du hast auch voll die langen Beine bekommen. Aber die sind nicht so dünn. Können die eigentlich auch verhungern? Gute Frage. Du hast auch so viele umgebracht. Ja, aber durch natürliche Courses. Der hat auch so viel fressen, Alter. Oh, ich krieg richtig Hunger. Ich weiß gar nicht warum. So, erstmal alles hier raus. Zack, zack, zack. Alles ein bisschen verteilen. So sieht's doch hier wunderschön aus. Ich verabschiede mich, Alter. Tschüsselkowskis. Alles klar, bye bye. Eck braucht Futter. Spot und Altitude vielleicht mal? Oh, guck mal, er hat auch wieder Herzchenmuster. Aber wir crossbreeden sie natürlich weiter und wir machen kleine, dicke Hunde. Crossbreed weiter, kleine, dicke Hunde. Crossbreed. Mehr kleine, dicke Hunde. Hat er zwei Schwänze? Er hat zwei Schwänze! Du mit den zwei Schwänzen und du mit einem Schwanz. Bitte macht ganz viele mit zwei Schwänzen. Ja, da sind welche mit zwei Schwänzen. Crossbreed. Er ist pink geworden. Crossbreed. Mit zwei längeren Schwänzen. Tiny Litter. Guten Tag, Tiny Litter. Er hat zwei Schwänze. Was, wo ist denn Altitude? Leute, ihr habt hier doch Essen. Was wollt ihr eigentlich? Da hat sich aber auch die Frage beantwortet, ob die sterben können, wenn sie nichts essen. Aber ich weiß nicht, was deren Problem ist. Hier liegt überall Essen. Ist er schon fertig zum Hatchen? Ja. Er hat sich einfach an der Foodmaschine hochgezogen, ey. Ach, nee. What the fuck ist mit dir passiert? Wie zur Hölle ist deine Leg- und Dings-Color von weiß zu pink geworden? Ganz merkwürdig. Altitude, was ist mit dir los? Eat it. Wir müssen auf ihn hier vor allen Dingen aufpassen. Wo ist er denn hin? Da. Grab it. Die nehmen ihm alle das Futter weg. Das ist auch das Problem. Altitude, hier. Und jetzt... Warte mal, wo haben wir denn noch Spielzeug? Hier. Oder weißt du was, Altitude? Geh einfach nach oben. Da hast du doch genug Spaß und Hunger und Essen und Schlafen und überhaupt. Altitude, was ist mit dir los? Schlaf doch einfach. Praise you for sleeping. Ist euch das hier oben zu voll? Dann geht doch ins Halloween-Biom. Na gut, hier ist es vielleicht auch zu voll. Ganz Knoblauch ist vielleicht etwas stinkig. Hey, er hat es nach oben geschafft. Praise you for that. Gehatcht und erstmal direkt nach unten. Eat the pancake. Bitteschön. Ab in deine Fresse damit. Wow. Ja, du bist auch gerade hier oben angekommen. Weißt du, ihr habt hier oben alles zu essen. Esst erstmal in Ruhe. Weißt du, damit räumt man auch gleichzeitig auf. Das ist alles perfekt. Rumpet, hatch. Alter, das ist ein ganz schön fetter Kokon. Da hat es immerhin niemand richtig gemacht und seinen Kokon nicht einfach zu klein gebaut. Guck mal, wie soll der Hund hier reinpassen? Aber egal, wir können jetzt erstmal ein paar neue Hunde hatchen. Nämlich ihn hier mit den sechs Beinen und ja, unseren schönen Mod. Mal gucken, was dabei rauskommt. Der hat eine interessante Farbe. Also fast keinen Schwanz. Dann crossbreeden wir doch einfach mal ihn. Mit vielleicht ihn hier, der ein bisschen größeren Schwanz hat. Oh, da haben wir doch einen richtig fetten Schwanz. Aber der hat keine sechs Beine. Warte, dann nehmen wir ihn hier mit den sechs Beinen. Und ihn hier, weil er einfach so fett ist.
Die sechs Beine wollen irgendwie nicht an die großen Hunde dran. Ich weiß nicht warum. Nur, dass wir die sechs Beine nicht verlieren, ey. Jetzt haben wir aber keinen großen Hund mehr. Das kann doch nicht sein. Am liebsten hätte ich ja noch jemanden mit noch mehr Beinen. Holy shit! So viel zum Thema noch mehr Beine. Jetzt haben sie halt echt acht Beine. Weil er sieht ja auch eigentlich schon so ein bisschen spinnenmäßig aus, ne? Also so von der Farbe her. Ach, da haben wir erstmal noch ihn. Mr. Biscuit. Ja, irgendwie passt der Name. Ich weiß nicht, das Spiel ist gar nicht so schlecht da drin. Alter. Das ist eine Abnormität. Ist gar nicht so schlecht da drin, random Namen zu verteilen. Hedge or muted a dog with multiple tails, ja. Alien Wall. Hier kam jetzt schon so viel Dreck aus diesem Ding. Wie sieht das hier drin jetzt aus? Alter, und er macht einfach weiter. Crumpet. I mean, praise you for that. Praise! Praise you for digging. Praise you for Erweiterung. Praise you for expanding the dent. Mach immer weiter. Spot is getting old. Armer Spot. Hui! Und ab ins nächste. Hui! Und wieder zurück. Oh Gott, bist du jetzt da, wo du hin wolltest, oder? Alter. Weil diese Hunde, die vorbeifliegen und dann direkt weitergehen. Ich brauche mehr Eier, Leute. Eier, wir brauchen Eier. Was ist mit dir denn los? Praise you for that. Praise you for tripping. So, Spaghetti ist fertig. Die Front-Bottom-Leg-Length ist geschrumpft. Man weiß auch nicht warum, aber ich glaube, jetzt fällt es ihm noch schwerer zu laufen. Von daher ist es gut, dass er da beim Futter liegt. Bo ist zum Adult geworden. Der hat auch so lange Beine. Ich glaube, wir werden Meatball und ihn paaren. Meatball und Bo. Wir wollen einen Meatball mit langen Beinen. Ey, Alter, da hat schon wieder einer mehr Beine. Was esst ihr denn? Das sind jetzt aber die Frontlegs, die sich vervielfacht haben. Ich werde einen Tausendfüßler erschaffen, ey. Der sieht so verstörend aus. Einfach weiter crossbreeden. Er hat acht Beine. Uhu. Ich frag mich echt, was die fressen, dass die acht Beine bekommen, ey. Vor allem keiner von denen, die ich jetzt gebreedet hat, hatte vorher sechs Beine. Oh, wir sind bei 0%. Nice. Wer weiß, was jetzt dabei rumkommt. Alter, seine Schnauze. Er wird zu einem scheiß, Mops. Solange ich noch zwei habe, breede ich jetzt einfach weiter. Es kann nur noch schlimmer werden. Holy shit, wie viele kommen da nochmal raus? Ja, einfach mit acht Beinen, die Schnauze sonst wohin gereckt. Aber du hast keine Probleme zu stehen. 19. Generation, ey. Ah, jetzt so viele Fertilized Dog Eggs, aber ich kann die gar nicht einsetzen, alle. Guten Tag. Was passiert eigentlich, wenn Barkus versucht, Altitude zu schmeißen? Barkus. Throw. Hast du ihn schon geworfen? Bro. Oh nein. Sehr gut. Das ganze Futter kann mal nach oben wieder, ey. Ich hab gesagt nach oben. Hallo? Barkus? Kannst auch wieder direkt nach oben. Spot has lived a long life. Spot, no! Praise! 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 Rip Spot. No! Meatball! Praise you for eating! No! Praise you for food! Praise you for dying! Rip Meatball. Edge. Hä?
Er hatte sich irgendwie durch den Boden durchgebackt, ey. Ach ne, warte mal. Hä? Die Kamera ist einfach verbuggt gewesen. Okay, du schläfst, das ist in Ordnung. Und danach wartet hier ein schönes Leckerli auf dich. Eigentlich müsste ich ihm nur Pommes zu fressen geben. White Stance, und da gehört die Pumpkin Pie auch bei. Und hier gehört auch der Chip zu bei. Und da gehört die Lasagne zu bei. Also immer schön eure Lasagne essen, dann werdet ihr groß und stark. Wisst ihr Bescheid? Nichts von wegen Fruchtzwerge hier. Nein, Lasagne ist das Rezept, um groß zu werden. Und Onion Rings. Hedge Kiwi, Alter. Guck mal, was er für einen Kokon hier hat. Und guck mal, wie der, als ob der da reingepasst hat. Snowshotation, ja kein Wunder, wenn du so einen kleinen Kokon hast. Ich sag ja, das liegt einzig und allein an den Kokons. Die bauen die einfach nicht groß genug. Guck dir hier Barkes an. Das ist mal ein Kokon. Crack open. Wir müssen deine Lebensspanne nämlich... Ja, sehr gut. Sehr gut, Matt. Edge Barkes. Zu diesem richtig fetten Kokon. Alter, guck dir diesen Kokon an. Der hat bestimmt keine Probleme mit seiner Snout Rotation, oder? Nee. Ah, doch ein bisschen. Aber er ist auch ein großer Hund. Wir haben noch zwei Eier. Ich glaube, ich würde aber lieber darauf warten, die hier zu paaren. Wir können ja auch mal wieder ein paar hatchen jetzt. Olive. Nee, das ist Spider. Spidey. Und Hatch, ja, der hat auch 8 Beine, aber der sieht nicht so aus von der Farbe her. Tada! Ja, wenn, Spiel, wenn du willst, dass ich wie ein Olive nenne, dann nenne ich halt Olive. Auch wenn er nicht so nach Olive aussieht. Expel Items. Alter! Wie häufig wollt ihr dieses denn hier noch upgraden? Ihr müsst hier oben echt mal mehr essen. Ach, guck mal, du kannst dich ja fortbewegen, wenn du willst! Er so, scheiße, er hat mich gesehen! Oh, nein, nein, ich kann's doch nicht! Oh, verdammt! Schnell weg hier. Hier geht auch voll die Party ab, obwohl hier eigentlich gar keine Party ist. Wird's auch mal in den Kreis hier? Fliegt sofort wieder raus. Hier kommt immer mehr Knoblauch rein. Guck mal, der macht auch einen richtigen Kokon. Hat Beine wie sonst was. Das ist wie eine Nadel oder so. Aber einen Kokon kann er richtig bauen. Spaghetti, du solltest unbedingt mal spielen. Was ist los? Grab it. Kannst du das nicht festhalten so lange? Ich habe keine Ahnung, was mit dir falsch ist. Lieb. Euch muss es ja nicht mal schlecht gehen, wenn ihr nicht wollt, aber ihr entscheidet euch ja freiwillig dazu. Hat er irgendwie mitgerissen wieder. Matt will sich einfach auf Spidey setzen. Oder Spidey greift ihn an, ich habe keine Ahnung. Achso, ja, Spidey zieht an seinem Leg. Ich lass dich nicht los. Du gehörst mir. Infiziere dich mit meinem Spinnengift. Matt ist einfach nur so, Alter. Lass mich in Ruhe. Und Spidey so, niemals! Er lässt ihn aber wirklich nicht los. Praise you for that, Spidey. Praise you. Und praise you, Matt. Spaghetti, praise you for whatever. No altitude. In dem Den. Praise. Praise you for dying. So sad. Alter! Ein riesiger Hundehaufen. Sie können sich nicht entscheiden. Aber wir haben hier zwei, die wir mutaten können. Flup, flup. Sie kloppen sich da drum. Brace. Brace you for eating. Ja, muss es aber auch schon aufessen. Barkes ist auch so ein weirder Dude, ey. Oh fuck, dir geht's gar nicht gut. Spaghetti, ab nach oben. No! Weißt du was? Geh ins Friedhofsbiom. Oder sonst wohin. Hier wirst du nicht direkt wieder weggeschleudert. Und hier ist Pumpkin Pie. Spidey, wo bist du?
Was ist eigentlich dein Problem mit anderen Hunden? Ancient hatten wir auch den Erfolg. Raise a dog that lives long enough to become ancient. Randy ist wieder da. Randy guckt sich Spaghetti an und denkt sich einfach nur so, what the fuck, was hast du getan? Tiny Horns. Alles klar, frisst ganz viele Tacos. So, wen können wir denn jetzt paaren? Ich würde sagen, erstmal ihn hier. Mit seinem Vater. Oder Mutter, oder was auch immer. Alter, wie viele? That was inbreeding, though. Wir wollen größere Schwänze. Und davon wollen wir hinterher zwei haben. Even bigger tails. Da ist schon wieder irgendwer bei, der sich anhört wie Nico. Breed. Massive. Alter, wie viele? Das ist schwer zu unterscheiden, wer von denen die langen Schwänze haben, weil alle durcheinander gehen einfach. Und wir haben ein Zebra-Muster. Select Final Dog und der hat ultra fette Beine. Er fliegt halt einfach ins Essen und so, ja genau, hier wollte ich hin. Spaghetti müssen wir hinterher mit den Spinnen eigentlich bahnen. Da haben wir eine richtige Spinne. Olive, was ist los mit dir? Wo bist du überhaupt? Geh doch einfach irgendwo hin, wo es Essen gibt. Meine Güte, es ist doch nicht so schwer. Olive hatte einfach keinen Bock zu essen. Olive, eat this. Da liegt Essen überall vor dir rum. Meine Güte, es ist nicht so schwer. Ach, naja, gut. Wer hat hier schon wieder Hunger? Also was, ihr könnt mich alle mal, ihr könnt eigentlich essen, wie ihr wollt. Es reicht auf jeden Fall wieder für heute für eine Sitzung Wobble Dogs, aus der wahrscheinlich wieder 3 oder 4 oder 5 oder 20 Folgen werden. Ja, 2 Stunden aufnehmen, das könnten gut 4 Folgen werden. Wir gucken mal. Also, ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten, wünsche allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr das guckt, einen wunderschönen Tag. Ja, und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Wobble 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 Dogs. Bye-bye.